Hallo und herzlich willkommen zum Thema schamanische Trommel. Wir schauen uns heute an, was ist denn eine schamanische Trommel? Was können wir machen, wenn Probleme auftauchen mit unserer Trommel? Wie können wir die Trommel selbst bemalen? Oder was hat denn die schamanische Trommel überhaupt auf sich? Ja, also was verbindet man denn mit ihr und wie kannst du die schamanische Trommel nutzen? Ja, das schauen wir uns heute ganz genau an. Als allererstes werde ich immer gefragt, was ist denn eine schamanische Trommel? Und eine schamanische Trommel ist einfach ein Werkzeug für naturverbundene Menschen, die sie nutzen, um mit der Natur in Verbindung zu treten. Und man sagt ja auch, also die schamanische Trommel, der Ton, die Laute, das sind auch der Herzschlag von Mutter Erde. Und jede Trommel, die klingt anders, je nach Beschaffenheit, ja, hat sie jetzt einen großen Körper, einen kleinen Körper, welches Fell ist drauf, wie fest oder wie locker ist sie denn gespannt und so weiter. Ja, die schamanische Trommel und der gleichmäßige Rhythmus, habe ich eh schon gesagt, das verkörpert den Herzschlag von Mutter Erde. Und aus diesem Herzschlag von Mutter Erde kannst du die Führung antreten oder die Begleitung in andere Welten sozusagen, wo die Menschen, die einfach schamanisch arbeiten, Hilfe von den Spirits, von der spirituellen Welt für ihre Klienten empfangen. Aber du musst natürlich jetzt nicht schamanisch arbeiten, um eine Trommel zu nutzen. Und du musst auch keine Schamanin oder ein Schamane sein, ja. Also wir Menschen, wir können ja auch die Trommel einfach nutzen, um in den Wald zu gehen, einfach mit den Wesenheiten in Kontakt zu treten. Und da können wir einfach die Trommel nehmen und ja, sich verbinden mit den Naturwesen, mit Mama Erde, mit allem, auch mit dir selber. Ja, du kannst dich selber auch mit deiner inneren Quelle verbinden. Und so kannst du einfach deiner Trommel lauschen. Und so kannst du die Trommel zu dir nehmen. Du kannst sie berühren. Verbinde dich einmal mit ihr, indem dass du einfach nur darüber streichst. Und dann fang an, den Herzschlag der Trommel zu entdecken. Hörst ihre Schwingung. Dann kannst du anfangen, die Trommel im gleichmäßigen Rhythmus zu spielen. Du kannst schneller werden oder langsam. Laut trommeln, wild trommeln, die Kali rauslassen. Wenn du wütend bist, ja, du kannst auch in der Natur, stell dich raus, barfuß auf die Erde, nimm deine Trommel in die Hand und trommle, 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 aber nicht wild einfach draufschlagen, das darf man nicht, weil die Trommel ist beseelt, die Trommel hat ja, einen eigenen Spirit. Und den Spirit hat sie durch das Tier, das uns dieses Fell, diese Haut zur Verfügung gestellt hat. Ja. Sie hat einen eigenen Spirit. Und deshalb werden wir nicht ganz wild einfach drauf losschlagen. Ja, das macht man nicht, weil, wie gesagt, deine Trommel ist beseelt und du willst sie nicht einfach, ja, nicht schlagen. Aber dennoch kannst du deine Trommel dafür nutzen, wenn du wütend bist, ja, du kannst einfach trommeln und deine Wut hinausstampfen in die Erde hinein mit deinen Füßen. Du kannst schreien, einfach laut singen, um deine Wut herauszulassen. Und diese Trommel ist ein Werkzeug dafür, dass du
ja, dass du dem Ganzen einen freien Lauf lassen kannst. Ja, dafür ist die Trommel auch da. Also nicht immer nur, um schamanisch zu arbeiten oder dass schamanische Wegbegleiterin ihre Werkzeuge haben, oder du musst auch kein Schamane sein, um eine schamanische Trommel zu besitzen. Ja, denn ein Schamane selbst besitzt ja, also besitzt das heilsame Wissen eben nicht. Ja. Er bekommt sie durch den Rhythmus der Trommel, weil dieser gleichmäßige Rhythmus der Trommel versetzt den Schamanen in die Anderswelt, dort, wo die Wegbegleiter auf ihn warten und ihm dann ja diese Dinge zuflüstern, ja, weil der Schamane ist ja dann auch der Vermittler zwischen den Welten und besitzt die Fähigkeit, diese Informationen, was er in der Anderswelt bekommt, den Klienten weiterzugeben. Ja, der Rhythmus oder der rhythmische Trommelschlag ist sozusagen eine besondere Kommunikation der Geistwesen in der anderen Welt zur Mutter Erde. Und es ist auch ein Türöffner zu unserem Herzen. Ja. Eine tiefsinnige Medizin, die uns unweigerlich in eine viel höhere Schwingung bringen und einfach so auch unser Herz öffnen. Und dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob man dran glaubt oder nicht, weil das passiert einfach. Ja. Ja, wir können uns die schamanische Trommel selber bauen. Ja, dann fragst du dich vielleicht jetzt, ja, woher bekomme ich denn das Fell und so weiter? Ja, also, ja, da muss man hineinspüren, da muss man schauen und achten. Und ich denke mal, wenn es für dich bestimmt ist, deine schamanische Trommel selber zu bauen, dann wirst du auch zu dem Fell kommen oder zu dem, ja, einfach zu dieser Tierhaut. Also das Tier wird sich für dich zur Verfügung stellen, sei es über einen Kurs oder du erhältst ein Paket, wo praktisch dieses Trommelset enthalten ist, das du übrigens auch bei mir zu erwerben bekommst. Oder du gibst es jemandem in den Auftrag, ja, um zu deiner schamanischen Trommel zu kommen. Oder du machst sie selber, ja. Du bist so begabt und weißt auch, woher du das Tierfell bekommst und wirst das selber abziehen vom Fleisch. Und ja, genau das ist nämlich dann auch die Verbundenheit. Ja. Also das ist ja ein Prozess, eine Trommel selbst zu bauen, die schamanische Trommel selbst zu bauen. Das ist nicht einfach so ein Gegenstand, den man irgendwie erwirbt oder so. Ja. Also es kann schon sein, dass du wo eine Trommel siehst, die du gerne haben möchtest, weil es halt zum Verkauf steht. Dann kann es schon sein, dass dich diese Trommel gerufen hat. Und dann, ja, dann kannst du diese Trommel natürlich erwerben. Und ja, also eine Trommel selber zu bauen, ich habe es eh schon gesagt, das ist einfach die pure Verbindenheit zur Seele des Tieres selbst. Ja, genau. Es können auch Probleme auftauchen mit deiner schamanischen Trommel. Da spielt es keine Rolle, ob du sie selber gebaut hast oder ob du sie irgendwo erworben hast. Das kommt einfach vom Einfluss des Wetters zum Beispiel. Ja. Also im Sommer, da haben wir hohe Luftfeuchtigkeit und dann kann es schon mal sein, dass deine Trommel locker wird. Oder im Winter, wo die Luft ziemlich trocken ist, dann kann es schon sein, dass die Trommel sehr, sehr spannt. Und genau für solche Probleme habe ich auf meinem Blog einen Blogartikel geschrieben, wo du die Lösungen bekommst, also was du dazu machen kannst. Aber eines verrate ich dir schon. Also wenn deine Trommel immer wieder feucht wird, dann kannst du ein Balsam machen, also ein Lederbalsam. Dazu nimmst du einfach ein festes Fett und gibst da dieses Fett sozusagen auf die Innenseite deiner Trommel und streichst sie so ein und tust das richtig einmassieren, dieses Fett in die Haut. Und dann, ja, dann kann es einfach
auch nicht mehr so schnell passieren, dass die Feuchtigkeit eindringen kann, weil dieses Balsam, dieses Lederbalsam, was man ja mit ein paar Zutaten herstellt, aber die Haupteigenschaft oder dieser Grundrohstoff ist einfach ein festes Fett, ja. Und ja, es ist eben dann ein Schutz für deine Trommel, dass die Feuchtigkeit nicht mehr eindringen kann. Ja, und wenn du dann deine Trommel selbst gebaut hast oder wenn du sie erworben hast, dann kannst du natürlich auch deine Trommel bemalen, so wie ich das da gemacht habe. Ja. Also ich habe da so meine Krafttiere hinaufgemalt. Das verkörpert mich selber. Das haben mir meine Kinder gesagt. Ja, Mama, das bist ja du. Das ist mir erst gar nicht so aufgefallen, erst im Nachhinein betrachtet, wo das meine Kinder erwähnt haben, wo sie mir dann gesagt haben, ja Mama, das bist du. Und auch der schamanische Stab, ja, schaut genauso aus wie meiner. Und da muss ich zugeben, da habe ich den ein bisschen als Muster verwendet. Und das ist meine Räucherschale mit dem weißen Salbe drinnen, ja, wo ich grundsätzlich dann auch immer die schamanischen Reisen einleite damit, ja. Also ich entzünde da immer meinen weißen Salbe. Und so kannst du auch deine Trommel gestalten mit deinen persönlichen Gegenständen, Krafttieren oder sonstiges. Übrigens habe ich sie bemalt mit den Acrylfarben. Und ja, bis zu dem Zeitpunkt habe ich nicht gewusst, dass ich überhaupt malen kann. Und es ist mir aber ganz gut gelungen und darauf bin ich sehr, sehr stolz. Ja. Den Schlegel kannst du dir übrigens machen aus einem Fundholz. Ja, also es gibt ja ganz, ganz viele Fundhölzer in den Wäldern drinnen oder auch auf deinen Wegen beim Spazierengehen. Du kannst den ein bisschen gestalten. Ich habe ihn mit Federn beschmückt und ein bisschen einer Tierhaut noch. Und oben der Schlegel ist eine gefilzte Kugel. Das ist auch ganz, ganz einfach und das kann man sich schnell selber bauen oder bestellen. Ja, genau. Und ja, wie kannst du denn jetzt eine schamanische Trommel nutzen? Ja, du kannst die Trommel nutzen, so wie ich das schon gesagt habe, dass du in die anderen Welten kommst, zum Beispiel auf schamanische Reise, wo du dort dann von den Wesenheiten einfach Botschaften bekommst für dich selber oder aber auch für die Menschen, für die du vielleicht schamanisch arbeitest. Solltest wirklich eine Ausbildung haben und dich nicht als Laie zur Verfügung stellen, weil da kann man sehr, sehr viele Fehler machen. Und ja, es ist einfach dann, ja, es ist nicht zu raten, weil da kann man viel falsch machen, anstatt dass man wirklich heilen kann. Und dann hat man erst recht große Probleme und das wollen wir ja nicht. Du kannst selber mit deiner schamanischen Trommel dann in eine Art Meditation gehen, um dort in den Anderswelten für dich selber um Hilfe zu bitten. Ja. Vielleicht bittest du auch darum, dein Krafttier kennenzulernen und dein Krafttier ist ebenso ein toller Begleiter und Beschützer wie die schamanische Trommel selber. Ja, was verkörpert denn jetzt alles die schamanische Trommel? Also sie verkörpert die Erde selber, denn sie ist rund wie die Erde oder sie ist auch rund wie die Sonne, wie der Mond. Und da muss ich mich dran erinnern, ein Indianer sagte einst zu mir, und sie ist auch rund wie ein Tipi. Und ja, also du hast du so diesen Kreis vor dir und du kannst auch die vier Himmelsrichtungen mit der Trommel verbinden. Und man besagt dir das auch, ja, dass sie die vier Himmelsrichtungen beinhaltet oder auch die vier Jahreszeiten, ja, Frühling, Sommer, Herbst und Winter oder die vier Elemente, Feuer, Wasser, Erde und Luft und auch die Zyklen der Menschen, ja, also wir kommen als Baby zur Welt, reifen heran zum Jugendlichen oder zu reifen Erwachsenen und später zur weisen Alten. Ja, also auch dieses hat sie in sich verkörpert.
Und die Himmelsrichtungen habe ich dir schon gesagt, mit Norden, Westen, Süden, Osten. Ja, aber auch die Rassen dieser Welt verkörpert sie, ja? Also die weiße Hautfarbe, schwarz, rot und gelb. Und so fängt das Ganze wieder von vorne an. Also es ist ein immerwährender Kreis, ja? Da hört nichts auf. Es fängt immer wieder auch von vorne an. Sozusagen der Zyklus des Lebens und des Jahresrad sozusagen, ja. Ja, wenn du dich jetzt gerufen fühlst, um eine eigene schamanische Trommel zu besitzen, dann kannst du mit mir in Verbindung treten, denn ich werde für dich deine persönliche schamanische Trommel bauen und wenn du willst, mache ich dir auch dein persönliches Krafttier auf deine Trommel, ja. Vielleicht kennst du dein Krafttier schon. Vielleicht entsteht es aber auch in den nächsten Tagen, ja. Vielleicht kommt ein bestimmtes Krafttier zu dir und ich werde dir dann dieses Krafttier auf deine persönliche Trommel drauf machen. Also nicht malen, ich werde das ganz anders machen. Vielleicht kennst du ja auch schon meine Trommeln. Schau dann gerne einmal auf meine Seite auf alexandraskala.com unter schamanische Trommeln oder auch oben in der Leiste unter Angebote, da findest du viel, viel mehr über meine Trommeln. An dieser Stelle wünsche ich dir alles, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Alexandra.